Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Dungeons 3, bei dem unerwarteten DLC. Ja, hier kam gerade eine Wurzel in unser Dungeon. Bin dabei, das zu vernichten. Die haben aber auch gleichzeitig unsere Wände hier gesprengt. Ja, die Nacht ist jetzt vorüber. Die ersten Angriffe kommen direkt wieder rein. Und wir haben immer noch keinen Schrein der Bösartigkeit. Ich habe jetzt einmal die Kapazität hier erhöht und noch eine Naga dazu geholt, dass wir wenigstens noch mal zusätzlich heilen können. Weil das hat mich schon ein bisschen gestört. Ich hoffe, dass das jetzt hier weitestgehend läuft. Ja, Schnodderlinge haben wir jetzt alle beisammen. Bei dem Geld läuft es noch nicht so gut. Ja, jetzt gebe ich natürlich hier nochmal wieder erneut Gold aus, aber... Es sind Feinde in eurem Dungeon. Natürlich, natürlich. Immer wenn man denkt, es geht gerade. Und das sind nicht gerade wenig. Vernichtet das Gute! Ja, das unheimliche Labor konnte ich jetzt noch bauen mit einem Gerät. Aber für mehr war jetzt weder Zeit noch Geld da. Wie lange geht die noch? Oh Gott, die ist auch gleich leer. Oh, wir können uns das jetzt eigentlich gar nicht erlauben, hier noch irgendwie rumzubuddeln. Ich glaube, ich gehe jetzt mal direkt in die Oberfläche und hole den Schrein der Bösartigkeit wieder. Denn ohne Bösartigkeit kommen wir in der Forschung nicht voran und es bringt uns gerade irgendwie alles klar. Nichts. Und ich so. Diese Wälder bestehen seit dem Anbeginn der Zeit. Eure erbärmliche Existenz ist nur ein Wimpernschlag für diese Bäume. Sie werden noch stehen, wenn ihr schon lange zu Staub geworden seid. Wie kann er denn nur so stark sein? So, jetzt versuchen wir hier das mal zu rocken, wenn das geht. Ich befürchte, das wird wieder nicht reichen. Los, mach diese Novizen platt. Die nächste bitte auch noch. Und jetzt könnt ihr frei angreifen. Naga, du heilst bitte. Okay, ist schon fleißig dabei. Heilt gerade Thalia. Ich denke, das schaffen wir jetzt diesmal. Zum Glück. Der steht nicht mehr auf. Ich wusste, ihr würdet mich... Oh, da kommen die Feinde durch. Dann gehen wir hier lang. Dann müssen wir direkt nochmal einen Angriff abwehren. Aber wir haben den Schrein der Bösartigkeit. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Das sollte uns jetzt endlich mal einen Vorteil bringen. So hoffe ich doch. Denn ich will auf jeden Fall bald den Dreifach-Mystifizierer haben und dann die ersten Fallen. Oh, bitte. Ich hoffe, ihr schafft es. Vielleicht ihr tatsächlich da doch lieber mal Leute wiederbeleben. Autsch! Thalia hat uns echt den Hintern gerettet. Da kann man sagen, was man will. Okay, das hier war's mit dem Raum. Verdammt, ey. Da müssen unsere Schnodderlinge gleich hier rumgraben. Das gefällt mir gar nicht, weil ich will jetzt hier nicht noch eine Gefahr haben. Dann am besten aber hier weit so hinten. So oft, wie ich sterbe, würde sich eine Lebensversicherung lohnen. Erstmal so. Jetzt haben wir aber auch massive Goldbrühe. Wir können nicht mal Thalia wiederholen. Oh, Leute, 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 Leute. Das ist aber auch jetzt echt richtig beschissen. Nichts kann mich aufhalten.
Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Ich teile das vielleicht jetzt hier alleine hin. Ich will die anderen jetzt nicht noch dazu holen. Was, ein Schnorreling ist gestorben. Es ist Zahltag. Okay, wenn es nur ein Schnorreling war, der kommt ja wieder. Im Laufe der Zeit. Ja, jetzt ist auch noch Zahltag. Och, Mann, Mann, Mann. Da habe ich jetzt echt... Also die Mission... Puh. Holy, holy. Echt heftig. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, habt ihr dieses DLC auch schon gespielt oder habt ihr es vielleicht geholt, weil ihr es im Let's Play jetzt hier gesehen habt oder wie ist eure Erfahrung mit diesem DLC? Wenn ihr es mal selber gespielt habt, hattet ihr einen leichteren Start in dieser letzten Mission? Ich weiß jetzt nicht, ob das die letzte ist, aber sie sagen jetzt hier, das soll die letzte sein, aber man kennt ja das Spiel. Heißt nicht unbedingt, dass es wirklich die letzte ist, aber wenn wir sie hier besiegen sollen, die Waldkönigin, dann ist es wohl die letzte. Aber ihr könnt ja gerne mal eure Erfahrungsberichte in die Kommentare schreiben. Oder hattet ihr da genauso zu kämpfen wie ich? Ich hatte jetzt echt einen unglücklichen Start beim ersten Mal, bin sofort gescheitert. Beim zweiten Mal, naja, hat es gerade so geklappt. Tja, der Imp ist halt immer noch weg. Da muss ich meinen zweiten eigentlich holen. Damit der Mana besorgen kann, damit wir überhaupt... Ja gut, ich sollte vielleicht erstmal einen Mana-Schrein haben, ne? Hier tauchen doch bestimmt auch wieder ganz böse, fies Viecher auf, die uns dann fies in den Hintern treten werden. Genau wie da vorne. Ich will hier eigentlich nicht so weit rumbuddeln. Aber ich glaube, wenn wir Gold haben wollen, müssen wir das Risiko jetzt hier mal eingehen. So, mehr aber erstmal nicht. Ah, da ist dann lange halt eine Goldquelle. Dann sollen die nur noch diesen Bereich machen und hoffen, dass da jetzt nicht unbedingt so starke Gegner bei sind. Tja, was ist denn jetzt hier los? Ach, das fehlt das Mana. Ja, ohne Mana läuft ja hier gar nichts, ne? Das ist ein Riesenproblem. Ein absolut beschissenes Problem, wenn ich ehrlich bin. Es wird Zeit, dass wir uns zurückholen, was uns gehört. Oh, nee, nicht schon wieder. Ich tät das Gute! Können wir sie diesmal aufhalten? Die Killerpinguine waren in Dungeons 2. Ach ja, die guten alten Killerpinguine. Umschlagen. Nein. Eine eurer Bösartigkeitsinseln wurde eingenommen. Ein alter Wachraum mit Helden wurde angegriffen. Nein. Kommt mal wieder alles zusammen. Aber wir haben zwei langanhaltende Goldquellen, wenn das ein kleiner Trost sein soll. Los, Leute, jetzt macht's jetzt platt. Verdammt nochmal. Oh, Helden. Ich will doch einfach nur ein bisschen durchatmen können. Na komm, das können wir jetzt nicht machen. Wir haben jetzt wieder unten zu tun. Jetzt haben wir ein bisschen Bösartigkeit dazu bekommen, weil wir das hier ein bisschen klären konnten. Aber jetzt kommen hier Feinde hoch und so weiter. Wir kommen hier gerade zu nichts. Das ist echt bockschwer. Vielleicht auch einen Arachniden dazu holen. Die sind ja was stärker, ne? Ja, können wir jetzt auch machen. Dann soll er ein bisschen Mana besorgen, dann wird unser Imp auch wieder erweckt und sollte das doch hoffentlich wieder laufen hier. Talia, kriegst du das vielleicht alleine hin? Dass die Einheiten machen können, was auch immer sie machen, aber komm, holen wir die dazu.
bezweifle, dass Talia das alleine schaffen wird. Bisher konnten wir die Könige des Waldes nicht einmal zu Gesicht bekommen. Wir haben immer nur von ihr gehört aus der Ferne, aber ja, mehr ist da jetzt nicht drin. Die langanhaltende Goldquelle holen wir uns noch. Dann grabe ich hier erstmal gar nichts mehr an. Weil das ist mir jetzt alles zu viel hier. Mit zwei langanhaltenden Goldquellen kommen wir erstmal sehr gut hin. Das sollte uns für den Moment über Wasser halten. Und jetzt haben wir auch... Nee, Bösartigkeit haben wir ja gar nicht mehr. Wir haben gar keinen Schrein der Bösartigkeit mehr. Ja, den müssen wir uns dann auch noch holen. Wirklich so lange, das eine Ding da wegzumachen. Aber jetzt ist unser Imp ist jetzt wieder am Leben. Das ist sehr gut. Ja, die anderen hier müssen noch alle wiederbelebt werden. Das heißt, sie bräuchten eigentlich auch noch mehr Untote. 250. 100. Jetzt ist auch noch Zahltag. Ich kann jetzt aber nicht an die Oberfläche gehen und den Schrein holen. Muss jetzt da warten, dass hier die Helden im Kerker krepieren. Das geht jetzt gerade wirklich nicht anders. Unsere Einheiten sind jetzt alle stark geschwächt. Ich kann sie jetzt mal hier schon mal in den Kern schmeißen, dass sie schneller erholen können. Aber mehr geht jetzt gerade nicht. Gold können wir knapp 9000 lagern. Schnotterlinge haben wir alle beisammen, die haben wir natürlich noch nicht erforscht. Ja, ging noch nicht. 100 Bösartigkeit, das ist das nächste Ziel. Dann haben wir nämlich einen Vampir und dann sollte das hier vielleicht ein bisschen schneller gehen, wenn die Banshees dann erholt sind. Weißt du was, ihr könnt euch dann erholen. Ich muss jetzt mal Prioritäten setzen. Eine belebt wieder und die andere... sorgt sich jetzt darum, dass wir den Dreifach-Mystifizierer bauen können. Und somit dann endlich ein paar Fallen, dass wir ein bisschen Ruhe haben. Das ist jetzt wirklich wichtiger. Dann haben wir hoffentlich alle Kreaturen wieder am Leben gleich. Oh, da kommen sie schon wieder. Ich raste aus. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Und starke Assassinen. Man kommt hier wirklich nicht zur Ruhe. Ich kann sie jetzt wenigstens ein bisschen verstärken hier. Ja, der Ork ist natürlich wieder platt. Schon fast nach einem Reinfall aus, ne? Das werden wir auch nicht packen hier. Das nachlässige Böse hat Talia sterben lassen, aber gegen einen kleinen Obolus konnte sie wiederbelebt werden. Das ist so heftig. Ich muss von hinten aufräumen, auf jeden Fall. Die hat den Veteran einfach mal voll geheilt. Komplett voll geheilt. Nichts kann mich aufhalten. Das Böse wird siegen. Wie soll man das denn so schaffen, ey? Hey! Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, genau, natürlich. Jetzt kommen sie noch von oben. Ja, das ist so lächerlich. Das ist echt sehr heftig. Diese Talia hält einfach nichts aus. Da ist sie schon wieder umgefallen. Tja, ich habe keine Ahnung, Leute. Jetzt befreien sie die Leute aus dem Kerker. Ich glaube, ich spinne. Ich muss sie in die Hand nehmen.
ich wieder. Helden zerstören eure Räume. Wenn sie das jetzt zerstören, dann bleiben unsere Einheiten tot. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Das ist so lächerlich. Wir verlieren jetzt auch noch. Weil ich das nicht... Ich weiß nicht, wie ich das retten soll. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche jetzt hier von hinten da was auszurichten, aber das wird nichts. Jetzt haben wir die 100 Bösartigkeit. Jetzt kann ich einen Vampir holen, aber... Was um Himmels Willen soll dieser eine Level 1 Vampir jetzt hier ausrichten können? Verteidig das Dungeon-Herz! Nee. Das ist doch albern. Riesige Wurzeln brachen aus dem Dungeon-Boden genau. Hervor und griffen das, kommt das noch Dungeon-Herz hinzu. An. Also, das ist ja mal höchst lächerlich. Unmöglich. Unmöglich. Nee. Keine Chance. Der Tod ist nicht das Ende. Aua! Wie soll man das denn schaffen, Leute? Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Nee, da hast du keine Chance. Das kannst du vergessen. Dem Bösen war es anscheinend egal. Das tollpatschige Böse hatte nicht den Hauch einer Chance gegen die Königin des Waldes und musste mit ansehen, wie sein Dungeon-Herz in mundgerechte Happen zerschlagen wurde. Traurig, aber wahr. Diese Mission ist einfach viel zu heftig. Ich kann jetzt einfach nochmal gucken. Ich hab natürlich nicht gespeichert. Wo habe ich denn zuletzt gespeichert? Das war jetzt... Ich muss mal eben auf die Uhr gucken. ...14 Minuten... Aber das ist doch was ganz anderes hier. Was sind das hier alles für Spielstände? Die sind ja schnell... ...automatisches Speichern. Das müsste das sein. Total unübersichtlich da mit den ganzen Speicherständen. Nee, aber... ...das ist doch viel zu krass. Ich schaffe es doch noch nicht mal... ansatzweise, dass meine Kreaturen wieder leben können, geschweige denn, dass ich die nächsten abwehren kann, geschweige denn, dass ich auf Fallen kommen kann. Das geht gar nicht. Das ist nicht möglich. Ja, das hattet ihr noch miterlebt. Da hatten wir hier die, so begangen ja die Folge. Jetzt sind wir wieder am Anfang der Folge quasi. wir haben letzten Endes haben wir nichts geschafft. Gar nichts. Wir sind da, wo wir aufgehört haben, Leute. Das wird hier bald leer sein. Gut, ich kann jetzt hier nicht so übertrieben buddeln. Hier vorne irgendwo war das ja. Da. Da war dann die Langanhaltende Goldquelle. Ich mach mal weniger. Dass wir nur die eine dann nutzen. Und gar nicht erst hinten zu diesem Außenposten da kommen. ...250 waren die Vampire. Hatte ich denn da schon den Arachniden? Nee. Brauchen wir auch. Und wir brauchen ja jetzt hier das Gerät wieder. So ein Mist. Diese Wälder bestehen seit dem Anbeginn der Zeit. Ja. Eure erbärmliche Existenz ist nur ein Wimpernschlag für diese Bäume. Sie werden noch stehen, wenn ihr schon lange zu Staub geworden seid. Oh, ich wollte jetzt gerade versuchen, meine Oberfläche den Schrein der Bösartigkeit zu holen. Und wer kommt da mal wieder angestunken? Na klar. Also man hat hier wirklich nicht mal einen Augenblick lang Ruhe. Ich krieg halt noch nicht mal meine Einheiten wieder alle zum Leben. Das ist halt das größte Problem. Wenn die Einheiten nicht leben, dann hast du halt gar keine Chance, überhaupt vorwärts zu kommen. Ja,
zwei Stück, die noch wiederbelebt werden müssen. Stand jetzt. Benji ist aber jetzt auch umgeknickt. Endlich ist diese blöde Priesterin tot. Die immer das größte Problem darstellt, wenn sie andauernd die Leute wieder heilt. Wenn wir den Veteranen jetzt wenigstens noch glatt kriegen, dann ist erstmal wieder alles gut. Für den Moment. Der Tag geht noch 1,5 Minuten. Ich muss gucken, dass ich in der Nacht irgendwie die Einheiten zum Leben bekomme. Und wenn möglich sogar irgendwie was mit den Pfeilen machen könnte. So langsam. Oder den Auto-Defibrillator erforsche oder so. Aber der Auto-Defibrillator, ich hätte gerne auch das 350. Dass die sofort voll regeneriert sind. Ich glaube, da muss ich jetzt alles drauf setzen, dass ich das mache. Aber gut, wir sind jetzt erstmal am Ende einer Folge. Ich versuche das jetzt irgendwie zu fixen, dass wir wieder, ja, ungefähr grob da sind, wo wir mal waren. Ja, aber ich würde sagen, das und mehr erfahren wir dann in der nächsten Folge in 2 Tagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wie sind eure Erfahrungsberichte mit dieser Mission. Ich bin da sehr interessiert. Schreibt es gerne mal rein. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich bin raus und bis dahin. Tschüss.